Hallo, meine Wölfleins. Willkommen zu Dead by Daylight. Ja, ich hatte mal ein bisschen Lust, Killer zu spielen und habe mich jetzt hier für Wesker entschieden. Da hinten habe ich, glaube ich, schon was gesehen. Ich habe die Perks dabei. Sackgasse, Totenschalter. Hi. Totenschalter, verstörend. Und ultimative Waffe. Oh shit. Das hat er jetzt gut gemacht, aber dann ebenso. Genau, Sackgasse, Totenschalter, verstörend und ultimative Waffe. Wenn ich jetzt nämlich gleich in den Schrank reinschaue, da drüben nämlich. Schreien sie auf. Totenschalter triggert. Die Leute schreien. Guten Tag, David. Ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt noch jemand war, aber ich glaube nicht. Da hinten läuft der Mann. Oh, schade. Voll daneben. Hä? Wo ist denn? Da. Ich hab dich noch erwischt. Okay, never mind. Ja. Ja, mein Ziel war es ebenso. Mein Gedanke. Da ist ein Haken. Das wegen Totenschalter, dass wenn ich jetzt eben den Schrank aufmache, dass die Leute dann eben schreien, den Chen loslassen. Da ist Sackgasse angegangen. Mal gucken, ob ich da jemanden finde. Ich muss mich übrigens entschuldigen, meine Stimme ist momentan ein bisschen angekratzt. Ich werde mich öfter mal so ein bisschen räuspern müssen. Und es werden jetzt auch momentan ein bisschen unregelmäßiger Videos kommen. Auf der Arbeit ist momentan sehr viel los. Also da bitte nicht wundern. Ich versuche dann immer so nach der Arbeit was auszunehmen, so wie jetzt auch. Ja. Oh, da ist David. Dich will ich aber nicht. Ich will nicht tunneln. Da ist der andere David. Ah! Hab ich dich. Leider nicht gegen irgendwas geworfen, aber dafür ist er jetzt so ein bisschen verlangsamt. Okay, er rennt weiter. Oh. Ist verletzt. Ach, der ist da durch das Ding gelaufen. Egal, dann trete ich jetzt mal hier kurz gegen. Genau, Ultimative hat ja auch eine Abklingzeit. Die läuft gerade ab. Und ist David nicht gerade diese Richtung gelaufen? Okay. Na, dafür ist da jetzt Sackgasse drauf. Auch gut. Okay, Gabriel. Hi. Da hat sich jemand. Is that the best you've got? Mit seinem Sprühdingsbums eingesprüht. Deswegen habe ich gerade das pulsierende Geräusch gehabt. So, dann kommst du hier hin. Ich könnte wieder in den Schrank gucken. Okay, danke. So, dann gehe ich jetzt mal hier der Michaela nach. Okay. Warum seid ihr alle hier? Guten Tag. Okay, das war gut, muss ich zugeben. Ist ja flink, oder? War das flink? Wo ist sie hin? Ach, das haben sich auch übrigens die Überlebenden hier auf Borgo geschickt. Da durchs Fenster. Okay. Fräulein, dich krieg ich noch. Keine Angst. Nächster Gen an. Guten Tag. Okay. Okay, auch gut. Hab ich dich.
zwar. Da ist ein Haken. Dann guck gleich nochmal in den Schrank. Ich erwarte doch gerade gar nicht so viel von der Runde. Sie hat Dingens dabei. Hier ist zumindest niemand, schade. Dann laufe ich einfach mal weiter. Hier ist keiner. Da hinten. Nice, das sind alle drei. Okay, Leute. Gabriel hängt da, rennt da ganz hinten in die Ecke. Dann schnappe ich mir ihn jetzt. Weil er ist tot am nächsten Haken. Okay, die haben noch einen Kern fertig gemacht. Jetzt müssen wir nur noch einen machen. Wahnsinn. Die sind gut Überlebenden. Muss ich schon sagen. Oh, hi. Poor performance indeed. So, komm da drüben hin. Ja, wickelt auch gar nicht mehr. So. Bitte sehr. Wir werden jetzt bestimmt an den Chen da vorne hingehen. Aber ich bin jetzt einen Kill gemacht, ist doch auch gut. Ein Kill ist besser als kein Kill. Okay, okay, okay. Der Sprintbooster da oder was, ne? Geht weg von dem Ding, da will ich jetzt aber nicht weg. Ich gehe jetzt noch mal in den Schrank gucken. Weil das so lustig ist. Der hat sich auch gerade an dem Ding geheilt. Da schreit noch mal jemand auf. Cool. Schade. Geht mir aber zu weit weg von dem Gens. Möchte ich nicht. Ich hab, ja gut, es kann auch sein, dass die da hinten an dem Gen sind. Da ist keiner dran. Da muss ich jetzt da oben gucken. Ja, da rennt nämlich auch der David. Oh! Guten Tag. Kommst du denn jetzt hergeflogen? Ich benutze meine Power fast nicht, ne? Okay, schade. Hab ich dich. So, komm mit. An den Haken. Kann auch sein, dass sie den Gender jetzt schaffen. Keine Ahnung. Gibt's da irgendwo einen Schrank? Da gibt's einen Schrank. Ah, die haben auch so schon losgelassen. Auch gut. Auch gut. Mach kurz die Palette hier weg. Ist hier kein Schrank? Doch, hier ist ein Schrank. Warte. Hallo? Da arbeitet doch auch schon wieder jemand. Oder hat jemand gearbeitet? Da lang. Da ist keiner dran. Okay, ich muss zwischen diesen beiden Gens hin und her gehen. Ja, da geht auch schon wieder jemand hoch. Oh. Ist da jemand runtergesprungen? Der David schon wieder, aber es ist mir jetzt egal. Wo sind eigentlich die anderen? Keine Ahnung, wo die anderen sind. Wahrscheinlich an dem anderen Gen, ne? Gehe ich mal von aus. Ich meine, ich kann sie nicht halten, aber dafür sind sie doch ein bisschen zu arg auseinander. Da sind beide Davids. Okay. Tretet einfach nur mal dagegen. Guck da in den Schrank. Ja. Was sind die Michaela? Was machen die eigentlich? Okay, hier ist sie nicht, sonst wird sie schreien.
Da ist die Michaela. Hallo. Warum mögt ihr eigentlich diesen Gen so? Da tritt jetzt wieder gegen. Kein Problem. Jetzt geht er wieder da hoch. Aber das ist mir egal. Ja, den werden wir auf jeden Fall durchkriegen. Muss mal jemanden aufhängen. Damit Totenschalter hier wieder. Ich bin blind, definitiv. Ich bin definitiv blind. Ja. Und selbst wenn sie jetzt einen Gen schaffen, dann ist es so, dann ist es auch okay. Ich glaub, die Palette ist weg, mein Freund. So, Abstich. Kommen Sie mit, junger Mann. Da hinten hin. Ja, es war mir klar, dass sie jetzt einen Gen schaffen, aber wie gesagt, ist völlig okay. Da hängt zum ersten Mal. Wo haben wir denn ein Tor? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Hier ist ein Tor. Und da hinten ist ein Tor. Achso. Ja, warte. Ich mache jetzt folgendes. Ich gucke jetzt da oben im Schrank. So. Hier ist niemand. Vorne. Das ist 99. Ich meine, das schafft er auf jeden Fall. Da ist nämlich auch der Haken weg. Jetzt wäre es cool, wenn ich irgendwas hätte. Okay. Schade. Abstich. Komm mit. Oh, Blutwächter wäre jetzt geil, ne? Blutwächter wäre jetzt richtig gut. Okay, er wäre eh tot gewesen, alles klar. Aber hey, zwei Kills ist doch eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation, würde ich sagen. Ich finde halt die Map schwierig. Weil die wirklich so viele kleine Dinger haben, was sie sich rumrum binden können, wie so kleine Aale. Aber hat auch trotzdem ganz gut funktioniert. Schreiben wir GG. Plate auf jeden Fall. Jetzt gucke ich mal kurz, was hatten die denn dabei? Bestärkung, Verzerrung, Link. Dafür geschaffen. Adrenalin, wir schaffen das. Okay. Ja, gut. Wie gesagt, es werden demnächst weniger Videos kommen. Oder unregelmäßiger, sagen wir so. Weil mich die Arbeit momentan einfach total einspannt und ich komme meistens sehr spät nach Hause und jetzt nehme ich zum Beispiel auch um 8:30 abends auf. Ja, und dazu habe ich auch nicht immer Lust, bin ich ganz, ganz ehrlich mit euch. Ich hoffe trotzdem, ja, dass ihr beide hier reinschaut. Lasst gerne ein Like da, gerne einen Kommentar und über Abos freue ich mich natürlich auch immer und dann würde ich sagen, hören wir uns dann in den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.